Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als vor dem Reichstagsgebäude in einem linkspopulistischen Spektakel 13.000 Stühle aufgestellt wurden, war dem vernünftigeren Teil der bundesdeutschen Politik sofort klar, was nun kommen würde. Die griechischen Flüchtlingscamps würden das Thema der Stunde sein. Schon bald würde man die Aufnahme weiterer Migranten fordern. Da nun aber Stühle allein nicht genug Druck aufzubauen vermögen, brauchte es noch etwas mehr, um das sinnbildliche Feuer der Aufnahmewilligkeit zu entfachen. Zufall oder nicht, wenige Stunden später kam es zu den ersten Brandstiftungen auf dem Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Bald darauf war das Camp dem Erdboden gleichgemacht. Die Täter stammten laut griechischen Behörden aus dem Camp selbst. Bei Löscharbeiten seien sogar Feuerwehrleute vor Ort angegriffen und mit Steinen beworfen worden. Und wie bestellt, so schien es, gelten in Deutschland die ersten linkspolitischen Rufe nach einer schnellen Aufnahme von Menschen aus Moria. Und so nun auch hier im Hause. Aber es waren auch andere Stimmen zu vernehmen, Stimmen, die Position der AfD stärkten und darin bestätigten, eine Aufnahme abzulehnen. So zum Beispiel Stimmen aus Griechenland selbst. Der Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte dazu, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, es besteht kein Zweifel, dass Moria von einigen hyperaktiven Flüchtlingen und Migranten verbrannt wurde, die die Regierung erpressen wollten, indem sie Moria niederbrannten und ihre sofortige Umsiedlung von der Insel forderten. Der frühere griechische Regierungssprecher Evangelos Antonaros erklärte im Deutschlandfunk, und ich zitiere erneut, wenn man zu viele Menschen auf den Inseln weiterreisen lässt, dann ist das auch ein Signal an die Türkei und an die Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei leben, weiterzukommen. Dann wird das dahingehend interpretiert, dass sie Europa doch erreichen können. Beide Aussagen beschreiben damit quasi eine Erpressung, die zumindest in Deutschland zunächst zum Erfolg geführt haben dürfte. Und tatsächlich erfolgten die ersten öffentlichen Erklärungen, wonach die Brandstiftung in Moria als richtiges Handeln, sogar als eine Art Notwehr gegen die erbarmungslose Migrationspolitik der EU zu betrachten und somit gerechtfertigt seien. Und der Erfolg zeugt Nachahmer, wie wir nun auch an den verschiedenen weiteren Brandlegungen, zum Beispiel auf Samos, erkennen konnten. Hier hat sich eine vollkommen widersinnige Migrationspolitik im deutschen Alleingang gleichsam als Brandstifter ausgewirkt, Herr Dr. Stegner. Dass sich nun Brände in griechischen Auffanglagern häufen würden, war doch für jeden, der einigermaßen bei Sinnen ist, klar und absolut zu erwarten. Und auch wir haben genau davor gewarnt und das ist so eingetreten. Und nun blickt Europa auf die EU und stellt fest, die EU funktioniert nicht, schon wieder nicht. Eine gemeinsame EU-Migrationspolitik ist nicht in Sicht. Genauer gesagt, Europa will sich nicht den deutschen Weg hinein in die Utopie einer grenzenlosen Gesellschaft aufzwingen lassen. Europa rückt mehr und mehr von Deutschland ab. Und auch das, diese Isolation, ist ein Ergebnis merkelscher Migrationspolitik. Österreichs Kanzler Kurz erklärte sehr schnell, wenn wir diesem Druck jetzt nachgeben, dann riskieren wir, dass wir dieselben Fehler machen wie im Jahr 2015. Meine Damen und Herren, unter den Fehlern aus dem Jahr 2015, dem Alleingang einer Kanzlerin Merkel, leidet noch heute das ganze Land und damit muss endlich Schluss sein. Dass dies nicht zu erwarten ist, nicht mit Regierung unter CDU, SPD, den Grünen oder gar den Linken, beweisen Sie hier und heute im Hause erneut. Und solange Medien und Presse ihren linken Träumen passende Bilder und Meinungen liefern, mag Ihr Kalkül auch aufgehen. Aber erste Trendwenden in der öffentlichen Meinungsbildung sind bereits erkennbar und Sie geben uns recht. Herr Schäfer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Eger von Kalm. Das hohe Lied der bedingungslosen, überwiegend auch grundlosen und damit rechtswidrigen Aufnahme von Migranten unter dem Deckmantel des Asylrechts und der Überführung in den zumeist alimentierten Daueraufenthalt singen doch längst nicht mehr alle mit. Und so sind es auch erste Presseberichte und Kommentare, die kritisch mahnen, hier eben einer solchen Erpressung nicht zu folgen. Wenn allein menschliches, gesundheitliches oder wirtschaftliches Elend zur Grundlage einer Aufnahme gemacht wird, müssten wir doch alle Menschen, die unter einem solchen Elend leiden, bei uns aufnehmen. Diesen moralisierenden Ansatz kann doch niemand ernsthaft vertreten, der an dem sozialen Frieden in unserem Land noch irgendein Interesse hat. Auch der Ruf nach einer europäischen Lösung ist doch nicht zum ersten Mal zu hören. Aber es ist Griechenland. Griechenland ist ein europäischer Partner, der an einer europäischen Außengrenze einen Gutteil der Migrationslast auch für uns trägt. Und dieser Partner braucht die Unterstützung der Europäer und auch unsere, eben um genau dieser Aufgabe Herr zu werden. Helfen wir also den Griechen tatkräftig mit allem, was wir gerne können. Aber helfen wir ihnen vor Ort. Eine Aufnahme von Migranten aus Moria hilft niemandem. Es ist der falsche Weg. Vielen Dank, dass wir zugehört haben.